Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und ich gehe ab morgen auf einen Winterbiwak und zwar beim Harzer Hexenstieg. Ja. Wir wandern von Schierke bis zum Ende dieses Harzer Hexenstiegs. Die erste Hälfte bin ich schon mal gewandert und im Moment packe ich gerade ein bisschen meine Ausrüstung zusammen und ich dachte, ich lasse euch daran teilhaben mit in Form eines kleinen Videos. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib da einfach dran. Ja, ich packe mir gerade ein bisschen meine Ausrüstung zusammen, habe mir überlegt, was ich ungefähr brauche. Ich rechne im Extremfall bei ja, ganz viel Wind oben auf dem Berg drauf etc. etc. mit im schlimmsten Fall minus 10 Grad. Ja, ich glaube nicht, dass das noch tiefer geht. Und im Normalfall in der Nacht würde ich so bei minus 3, minus 4 rechnen. Ja, so packe ich ungefähr gerade zusammen, dass ich sozusagen für einen richtigen Winterbiwak gerüstet bin. Ja, nicht keine Toleranz für irgendwie, dass man frieren könnte oder so, sondern auf alles vorbereitet sein. Das bringt natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht mit sich. Ne? Kleiner Disclaimer vorher, alle Ausrüstung, die ich hier gleich zeige und die ich mit euch bespreche, findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung von diesem Video als Ausrüstungsliste. Einfach draufklicken, wenn euch was interessiert für weitere Informationen etc. Ein paar ausgewählte Gegenstände werde ich auch nochmal oben in die Beschreibung reinpacken. Ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren könnten in den Kommentaren natürlich. Fangen wir mit der wahrscheinlich wichtigsten Kategorie an und das ist die Kategorie Schlafen bzw. Lagern. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mit einem Biwaksack unterwegs sein werde, zusammen mit dem Tarp. Ich finde, das ist so die flexibelste und legalste Lösung. Ich habe noch nie mit Biwaksack im Schnee geschlafen. Das wird das erste Mal, weil ich weiß und ich gehe auch davon aus, dass es überall so sein wird, dass es im Harz, am Harzer Hexenstieg Schnee liegt. Ja. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache, wie ich dann mein Lager vorbereite und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall eine Erfahrung. Als Isomatte werde ich mitnehmen nicht meine aufblasbare, sondern meine neue Thermarest Ridge Rest. Ja, eine Schaumstoff-Isomatte, die ich jetzt einmal ausprobiert habe bei ungefähr 2 Grad plus und da war mir knackig warm. Also gehe ich davon aus, die hält auch noch einiges anderes aus. Ja. Dazu habe ich hier noch ein kleines Stück von einer, ja, 2 cm dicken Yogamatte. Davon habe ich mehrere Stücke. Die sind so zum Hinsetzen da, wenn ich irgendwo mal schnell ja, was ausklappen will, mich hinsetzen will oder sonst irgendwas, dass ich dann so zum Beispiel mein Schlafsetup nicht wieder auseinanderrupfen muss. Ja, weil die Isomatte soll ja dann im Schlafsetup möglichst schon drin sein, wenn ich mir mal Lager aufschlage und wenn ich mich dann irgendwo anders hinsetzen will. Dann nehme ich die kleine Matte, packe sie da hin und dann ist mein Popo schön warm. Ja. Mitnehmen tue ich den leistungsstärksten Schlafsack, den ich habe. Den habe ich euch auch vor kurzem in einem Video vorgestellt, den Carinthia Defense 6. Der hat mich noch nie enttäuscht, ja. Ist leicht wasserabweisend, natürlich nicht wasserdicht und geht halt selbst im Komfortbereich bis so knapp zwar minus 20 Grad. Da gehe ich auf Nummer sicher. Ha? Wir machen ja einen Winterbiwak, das heißt, wir nehmen einen Winterschlafsack, einen richtigen Winterschlafsack mit. Fehlen darf natürlich auch nicht mein aufblasbares Kissen. Eine der günstigen und besten Investitionen zum Draußenschlafen, die man überhaupt nur tätigen kann, kann ich jedem empfehlen. Ich finde das top. Hat, glaube ich, 6 Euro gekostet, das Kissen. Und es hilft mir. Klar, viele können auch einfach auf dem Rucksack schlafen. Ja, ich kann das nicht. Ich habe dann Probleme mit dem Einschlafen, muss ich sagen. Und da hilft mir dann so ein Kissen natürlich. Ne? Hier in meinem standardmäßigen Tarp, das ist jetzt nur so reingewubbelt, weil ich werde das sowieso später gleich alles rausnehmen und dann im Deckelfach vom Rucksack tun, lose. Ja. Sind noch 2 kleine Heringe drin. Ich habe mir erst überlegt, ob ich mir die spare, weil man kann ja auch Holz nehmen. Aber ich rechne nicht damit. Aber ich habe die Angst, dass es zwischendurch mal ein richtiges Unwetter geben könnte. Und wenn so richtig stark Wind geht, vertraue ich den einfachen Holzheringen, die man sich selber macht, nicht mehr so richtig. Außer man hat jetzt ne, viel Zeit, die zu machen, tolleres Holz, bla bla bla. Aber ich dachte mir, komm, nimmst du gleich 2 einfach davon mit, gehst du drauf, Nummer sicher. Dann in der Abteilung Klamotten. Ich habe mir gesagt, ich nehme 2 Shirts mit und zwar die ganz standardmäßigen Bundeswehr-T-Shirts, weil bessere T-Shirts gibt es in meinen Augen einfach nicht. Ich habe noch die von vor 6 oder 7 Jahren, wo ich gedient habe. Also die halten immer noch. Klar, hier und da ist mal ein Loch drin, aber beim Wandern stört einen so ein kleines Loch hier oben drauf ja überhaupt nicht. Ja, 2 Paar wollige, schöne, dicke Trekking-Socken nehme ich auch noch mit. Ja, ein Paar dran und ein Paar zum Wechseln.
Ich würde sagen, das sollte reichen. Ich bin 4 Tage knapp unterwegs. Das heißt, ich wechsle sozusagen alle 2 Tage die Trekkingsocken. Das sollte ungefähr passen. Diesmal nehme ich auf jeden Fall mal was ganz anderes mit. Ich habe mich nämlich auf den Tipp eines Zuschauers Radlerhosen gekauft. Ja? Ich ziehe die jetzt nicht vor der Kamera für euch an, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, ja, in meiner schönen Lieblingsfarbe, sattes Rot. Warum nehme ich die mit? Wegen Wolflaufen. Sonst nehme ich eigentlich immer Hirschteilcreme mit, die nehme ich trotzdem auch noch mit für die Füße. Aber ich habe jetzt die ein bisschen ausprobiert, bei so Wandertouren, 10 bis 15 Kilometer, und ich habe gemerkt, es ist sehr angenehm, in denen zu laufen. Weil man muss sich nicht eincremen, man hat ein angenehmeres Gefühl, ne, zwischen den Beinen etc. Und ja, ich will die jetzt mal auf der längeren Tour ausprobieren und mal gucken, ob die dann sozusagen dauerhaft die Hirschteilcreme ablösen. Weil das Problem bei Hirschteilcreme ist auch, um einem Wolf entgegenzuwirken, A, muss ich das morgens machen, ne, und dann auch ein bisschen ausgiebiger. Und da habe ich in der Kälte nicht so unbedingt Lust drauf, wenn ich ehrlich sein soll, mich morgens halbnackt irgendwo hinzustellen und einzucremen. Das Bild habt ihr jetzt ewig im Kopf. Kleines Winterplus-Ding ist hier eine Daunenjacke. Die wird noch komprimiert. Ja. Die kann man nämlich richtig klein zusammenfalten. Ziehe ich mal ganz kurz für euch an. Ha, mir wird jetzt schon warm. So ein Ding ist auf jeden Fall mega praktisch. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Habe ich nicht so oft benutzt, weil ich 2-mal erst auf Wintertour war, seitdem ich die bekommen habe. Aber ich finde die klasse und die wird dann halt beim Lagern drunter gezogen. Ja? Also wenn ich angekommen bin, mein Körper nicht mehr so viel von selbst heizt, weil man nicht mehr in Bewegung ist, ja? Dann wird die ein bisschen drunter gezogen, um sich auf sein Lager zu setzen oder irgendwo anders hinzusetzen am Feuer, ja? In der Richtung. Und wie ihr seht, ja, da kann man die richtig zusammenpressen und ich kann jetzt noch weiter so machen. Ja? Kommen noch in einen kleinen Packsack rein und dann passt das. Wir haben noch ein Funktionshemd, ein langärmeliges. Ja. So ein Ding habe ich auch schon Ewigkeiten. Ich finde die klasse, die wiegen fast gar nichts und haben ein sehr gutes Isolationsverhältnis. Das Problem an den Dingern ist, wenn man die dauerhaft anhat, dann muss man die alle 2 Tage wechseln, weil die fangen an zu stinken wie Sau. Die sind halt einfach nicht so wie Baumwolle. Ja. Die muss man wechseln und deshalb nehme ich eins für die Not mit oder halt nur für abends zum Lagern und nicht während des Wanderns. Ja. Ich will während des Wanderns was anderes anhaben, weil, wie gesagt, der Schweiß fängt ekelhaft an zu stinken in den Dingern, wenn man die mehrere Tage dasselbe hintereinander anhat natürlich. Zum normalen Wandern nehme ich einfach mein schönes, dickes Baumwelle-Holzfellhemd. Das habe ich gerne an zum Wandern unter meiner Lieblingstrekkingjacke und dann wird das schon. Weil während des Wanderns ist die Temperatur eigentlich überhaupt kein Problem mit der Jacke, die ich habe. Da ist natürlich auch noch ein kleiner Schal und eine Mütze mit drin. Mütze, ganz wichtig, dann natürlich zum Schlafen, besonders wenn der Kopf ein bisschen rausguckt. Da geht schon viel Wärme sonst verloren, das heißt, man muss die auf jeden Fall anziehen, dann die Mütze. Kommen wir zum Thema Essen und Trinken. Beim Essen hat mich die Firma Bertrand angeschrieben. Die haben bestimmt der ein oder andere von euch auch schon mal bei anderen Outdoorern gesehen. Die schreiben den einen oder anderen an, ob man nicht mal das Produkt testen kann. Ich habe gefragt, was kann denn euer Produkt? Und die Behauptung ist ja, dass so eine Tüte, ja, die auch irgendwie biologisch, vegan und was weiß ich noch alles ist, reicht für einen Tagesbedarf. Ja. Jetzt natürlich vermutlich nicht für einen Tagesbedarf extremes Wandern. Ja, da muss man dann noch ein paar extra Kalorien zufügen. Aber grundlegend sollte das mal reichen. Wir sagen lassen, okay, das gucke ich mir an. Ich wandere damit und sage dann am Ende, was Sache ist. Und da werden wir mal gucken. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich habe das probiert. Das ist nicht unlecker, also es ist in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Also ich glaube, man muss irgendwie für die Befriedigung und die Psyche auch so sich noch ein bisschen was Warmes zu essen machen oder sonst irgendwas. Aber ja, wir werden das sehen. Ja. Ich werde da am Ende vielleicht nochmal was zu sagen von meiner Tour, die dann bald kommt als Video. Ich habe da selber auch noch gar keine Ahnung. Da werden wir mal gucken. Da ist dann auch so eine kleine Flasche dabei, wo ich noch ein bisschen Wasser drin transportiere. Und ja, da bin ich schon ganz gespannt, was das wird. Hier haben wir noch ein bisschen Schokolade. Schokolade immer gut, gutes Packmaß, gutes Kaloriengewichtsverhältnis.
für die Psyche immer ganz gut, ne? Kann man auf jeden Fall mitnehmen, habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich auf Tour gehe. Nalgene, 1 Liter Trinkflasche, Standard kennt man ja. Ein kleinen Flachmann mit Geheimzutat für die Psyche abends. Dann hier ein IKEA Trinkbecher, Schrägstrich Milchaufschäumer heißt das Ding eigentlich, mit ein paar Teebeuteln drin, weil ich mir dann abends ein bisschen Tee zumindest mal ab und zu machen möchte. Ja, dann hier noch ein Hobo von WTB Outdoor, den habe ich euch schon mal vorgestellt in einer kleinen Bushcraft-Tour. Und dann hier Standardfeuerstahl. Ja. Also mein Kochsetup ist, naja, relativ rudimentär. Ich gehe davon aus, dass ich höchstens mir Tee abends mache. Ja. Vielleicht nehme ich mir noch irgendwie was Tütensüppiges mit oder so. Ich werde mal schauen, je nachdem, wie gut das mit der Trekking-Mahlzeit dann funktioniert. Dann haben wir hier mein kleines Filmkit. Ja. Ich nehme das rudimentärste mit, also Actioncam mit Powerbank und Stativ und so weiter. Hier haben wir dann mein kleines Hygienekit. Da habe ich ganz viel Zeug drin. Da muss ich einmal hier ganz kurz ablesen, was habe ich da reingetan. Eine Zahnbürste, Feuchttücher, ja, Zahnpasta, Kopfschmerztabletten, trotzdem noch die Hirschteilcreme für die Füße. Dann Jodsalbe für Entzündungen, weil ich habe da so eine kleine Stelle, da muss ich ein bisschen aufpassen beim Wandern, ja, an einem Zeh. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Das kommt dann später einfach so in den Rucksack, habe ich hier einen kleinen Packsack für ein bisschen Ordnung. Ja. Ja, welchen Rucksack ich nehme, weiß ich gerade tatsächlich noch nicht. Ich werde meinen 50 Liter Rucksack, den ich auch auf dem Westweg hatte, ausprobieren, ob das alles irgendwie reinpasst. Werde ich gucken müssen, weil es ist ein bisschen mehr als auf der Sommertour, aber auf der Sommertour hatte ich auch noch ein bisschen Platz über. Das heißt, ich werde gleich nochmal gucken und ansonsten nehme ich halt den Taschef Mount 100 plus 20 Liter mit. Da ist dann der Rucksack zwar 1,5 Kilo schwerer, aber dafür ist das Tragesystem dann auch besser. Ne? Da werde ich mich noch entscheiden, da werde ich gleich mal ein bisschen gucken. Damit ihr natürlich auch mit Videos versorgt seid, während ich auf der Tour bin, bin ich gerade noch ein bisschen am Drehen. Und zwar zum Beispiel habe ich mir ein bisschen mein Lager auch geupdatet, ja, wie ich meine Sachen, meine Outdoor-Sachen lage. Und weil ich gefragt worden bin, wie ich denn überhaupt meine ganzen Sachen einlagere, meine Schlafsäcke, meine Rucksäcke, ja, wo packt man das am besten hin, wie nimmt das am wenigsten Platz weg, wie ist das halbwegs geordnet, mache ich dazu mal ein Video für euch. Und zeige euch einfach mal alles, wo was ist, wie man was organisieren und lösen kann, dass es nicht allzu viel Platz wegnimmt. In der Wohnung, im Haus, ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ja, wenn man einen großen Keller hat, ist das natürlich nicht so das Problem. Ich habe jetzt zum Beispiel eine 50 Quadratmeter Wohnung. Ich muss da ein bisschen haushalten mit dem Platz. Und das habe ich jetzt ganz gut hingekriegt und da kommt dann im nächsten Video. Da fällt mir ein, wenn ihr irgendwo in der Nähe vom Harzer Hexenstieg wohnt oder so, schreibt mich halt einfach mal bei Facebook an. Ich bin halt ab morgen bis Donnerstag, Freitag unterwegs. Vielleicht ergibt sich ja da mal was, ja, dass man sich abends dann mal zusammen ans Lagerfeuer setzt oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hat ja bei der letzten Westweg-Tour auch geklappt. Ja, ich selbst bin schon ganz kribbelig wegen dem Winterbiwak, weil ich habe noch nie so viel Strecke während Winters zurückgelegt. Ich habe zwar schon bei minus 10, minus 12 Grad draußen geschlafen, auch mehrere Tage lang, aber noch nie so richtig mit Wanderung und mit möglichst wenig Gewicht. Ich hatte dann immer große Rucksäcke mit möglichst viel Komfortsachen dabei. Und das wird dann jetzt mal ja, ein kleines Experiment und ich freue mich riesig drauf. Ich muss sagen, ich hoffe auf das beste Wetter und auf Schnee, weil Norddeutschland weiß ja eigentlich gar nicht mehr, was Schnee ist. Wir haben auf jeden Fall keinen bis jetzt. Wir haben immer nur Regen. Ja, es regnet auch gerade wieder den ganzen Tag schon. Es ist grau und grau. Reden wir nicht über meine Stimmung deswegen. Und deshalb freue ich mich auf ein bisschen Schnee und vielleicht da sogar mal wieder einen blauen Himmel. Sozusagen einen goldenen Dezembermorgen oder sowas. Da hätte ich mal richtig Lust drauf. Ja, falls ihr noch Anregungen habt, was man so zu einem Winterbiwak auf jeden Fall mitnehmen sollte oder was ihr halt speziell mitnehmt, vielleicht als kleinen Tipp für die anderen, die auch mal auf einen Winterbiwak gehen wollen, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Darüber würde ich mich freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert mich, denn dann verpasst ihr kein Ausrüstungsvideo mehr und vor allen Dingen auch nicht das Tourenvideo vom Harz. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.